So, hallo und willkommen zum weiteren Video und weiteren Aromatest. Dieses Mal haben wir von Darkstar das Kanzi und das ist so ein aus der Bottle Shot Serie. Und das gucken wir uns heute mal an. So. Das Darkstar ist auf jeden Fall ein sehr günstiges Aroma. Das ist eine 250 ml Flasche mit Aroma dabei, Base und Nikotin muss man dann selber auffüllen. Aber 250 ml für 15 Euro ist auf jeden Fall sehr günstig. Das kann sie. Das probieren wir jetzt mal im Wendy Vape Mesh RDA. Mit der Paranormal 250C im Replay-Modus. Und dann gucken wir mal, wie der schmeckt. Ein bisschen mehr Neilehrer. Das Ganze ist jetzt doch etwas geschmacksneutral. Jetzt gucken wir gerade mal, ob hier irgendwo drin steht, was denn da drin sein soll. Geschmacksrichtung Ganzi. Wassermelone, Kiwi. Und da soll einiges drin sein, aber ich schmecke eigentlich. Eigentlich geht viel davor. Wassermelone schmeckt mir etwas raus, Kiwi schmeckt mir etwas raus, aber die Erdbeere fällt irgendwie komplett. Und das Marshmallow schmeckt ja halt raus. Also von mir schmeckt es jetzt tatsächlich wie das so ein bisschen Kiwi-Melone. Ohne Colada, das gibt es dann auch irgendwie in einer Colada-Version, was sie hier in der Beschreibung gelesen haben. Kann man dann mit WS32 in der Cool Edition dann aufstellen. Ich habe jetzt hier die normale Version, also ohne Colada. Könnte von mir jetzt vom Geschmack her ein bisschen intensiver sein. Aber es schmeckt leider Marshmallow raus, noch schmecke die Erdbeere raus. Also für mich Melone mit etwas Kiwi drin. Ist auf jeden Fall ziemlich gut, weil es nicht aufdringlich ist. Also das ist so ein Liquid, wo man eigentlich öfters mal Dämpfer kennt. Für den Preis kann man, denke ich mal, echt auch viel falsch machen. Also All-Day-Charakter hat es. Für mich wäre es jetzt kein All-Day. Kann da schon bessere Liquids Cat. Aber vom Preis-Leistungsverhältnis kann man, denke ich mal, da nichts falsch machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Dann würde ich sagen, ihr seid uns im nächsten Video. Ciao.